Checkhand ist egal. Oder ob wir die Download machen, ganz egal. Snakehand auf 1. Wie eine Schlange von innen nach außen und von außen nach innen. Ich beschäftige ihn, dass er nicht auf dumme Gedanken kommt, um mich zu schlagen. Deswegen hier. Jetzt Snakehand Möglichkeiten. Drehen und drücken. Oder Körperdrehung mit Schlag. Oder mit meinem Unterarm unterstützen. Alles Möglichkeiten für die Snakehand. So, ihr habt noch eine andere Version gemacht, nämlich. Ja, danach macht das Snake nochmal einfach die Version gemacht, dass man die gleiche Körpermechanik, die gleiche Armfolge hat. Wir brauchen von den Hebeln auch die gleiche Struktur von den Händen. Ja? Das heißt, ein langer Arm ist für den Hebel schlecht, ist aber auch für die Entwaffnung nicht ganz optimal. Es ist immer besser, wenn ich hier ein bisschen eine Beugung drin habe. Für die Entwaffnung und für den Hebel. Um das einfach nochmal hinzukommen, um die Mechanik zu gehen und ein bisschen eine andere Technik zu haben, um einfach die Hebel immer auf die Einhand, auf die Zweiersnack, also vor und im Rückhand. Das heißt, hier reingegangen sind, Stock rumgelegt und so einen Finger-Vorlock mit Takedown gemacht haben. Einer Seite, Dame. Zweier Snakehand ist, dass ich nach unten gehe mit Druck auf ihn, denn wenn ich keinen Druck mache, wird er rumrutschen. Also Zweier Snakehand, Druck auf ihn eng in meine Ellenbeuge. Und jetzt wichtig ist, ich richte mich auf und mache einen Handflächenstoß nach unten. Dadurch wird sein Stock rauskatapultiert. Aufrichten deswegen, damit ihr den Stock nicht abkriegt, denn eigentlich ist die Snakehand das. Da fliegt der Stock hin. Und von hier können wir weitermachen, wie auch immer. Das war die Zweier Snakehand. Da haben wir wieder Achter Snake, sind wir dann wieder in den Hebel gegangen. Der Unterschied zu Snake ist, dass man jetzt nicht an der Stockhand reingeht, sondern am Handgelenk angehen müssen. Auch wieder eng hoch, an den Stock wieder eng platziert und zu uns als Armstrecke hier jetzt mal angehoben. Ja. So, das Ganze haben wir dann noch aus dem Four Corners gemacht. Gleich nochmal. Okay. Block. Wir gehen am Handgelenk, nicht am Stock, sondern am Handgelenk runter. Haben wieder den Druck. Hoch. Und schrauben zu uns ran. Hier hat das Knie an der Beine. So. Danach haben wir das Ganze in die Four Corners angebaut. Erstmal den Fahrstuhl an. Ich habe gesagt, okay, ich baue mal ein bisschen Teilung rein. Das heißt natürlich, ich bin die Vorhand nicht rein. Also die Vorhand nicht rein. Und dann gehe ich halt auf die Vorhand rein. Und jetzt hier in diesem Langhalt habe erstmal meinen Bauch genommen. Das gleiche auf der Rückhandseite. Und dann haben wir dann nachher einfach die Hebel eingebaut. Rückhand, okay, und harte Hebel einbauen. Na? Die hat viel Sachen, ne? Ja, die hat Reise. Wir haben die Konter auf die Snakehand gemacht. Kann ich dir jetzt weggucken, das dürft ihr noch nicht wissen. Nein, die Konter auf die Snakehand. Wenn der Holger Snakehand auf 1 macht, das erste, was ich mache, ist davor. Snakehand Konter, bevor er richtig tief drin ist. Jetzt ziehe ich durch, wenn ich merke, er will rein. Nochmal von der anderen Seite. Oh. Jetzt ziehe ich durch. Okay, zweiter Konter war, wenn er schon drin ist. Wenn er drin ist, stoße ich nochmal nach vorne. Und hole mir meinen Shot wieder. Und kann jetzt hier auch wieder ein Hebel ausführen. Also nochmal von der Seite. Wenn der Holger in der Snakehand drin ist, stoße ich nach vorne. Faustschuss, Ellenbogen und dann ist meine Hand schon optimal hier. Jetzt könnte ich sogar beide Stöcke nehmen und in die erheben. Das heißt, okay. YouTube ohne Ton, oder? So. Letztes Prinzip war was, Norbert? Wenn er schon entwaffnet hat. Das heißt, wenn der Holger mich jetzt entwaffnet hat, dann muss ich vorgehen. Ich muss erstmal seine Schaltzentrale bearbeiten und danach gucke ich, wo sein Stock ist. Und danach kann ich ihn entwaffnen. Also nochmal, ganz wichtig,
nach der Entwaffnung, wenn er entwaffnet hat, das erste Prinzip ist, ich muss zur Schaltzentrale. Und danach gucke ich, okay, wo ist sein Stopp? Dann kann ich dementsprechend weitermachen. Okay? Gut. Als Spaß haben wir noch nach der Entwaffnung mit unserem Spielchen gehabt. Das hier. Das heißt, wenn ich meinen Stopp loslasse, hole ich mir trotzdem noch. Einfach als kleine Spielerei. Wir haben Junior-Angriff gehabt. Block-Flip-Carry-Check. Das war der erste. Was wir machen können, ist Punio auf der Innenseite. Wir können aber auch Ellbogen auf der Außenseite. Ellbogen auf der Außenseite. Oder wir können Punio innen, Ellbogen außen. Punio innen, Ellbogen außen. So, nur als Idee. Dann, was hatten wir dann gehabt? Ah, genau, Martin, der Scoop. Er blockt, ich scoop auf und komme in Punio. Komme im Amalico, hau ihm über den Arm und greife nach. Der Holger macht dasselbe. Er scoopt, Punio, aber Nico boom über den Arm und wir sind wieder drin im Spiel. Nochmal. Block, scoop, Punio, aber Nico bam über den Arm und wir sind hier. Block, scoop, Punio, aber Nico wham über den Arm und wir spielen wieder. So, was haben wir dann gehabt? Dasselbe machen los. Wir haben auf der Innenseite das Punio gehabt, wir haben kein Punio, also müssen wir den Ellbogen benutzen. Boom, inside elbow, boom, inside elbow, boom, inside elbow, boom, outside elbow, outside elbow, und inside, outside, inside, outside, inside, outside. Dann, Armin, was haben wir dann gehabt? Den Scoop, genau, Scoop und Slam. Und dann spielen wir weiter. Boom, Slam. Okay, dann hat er meinen Slap pariert, der Wüsten. Also komme ich, indem ich übernehme. Und kann jetzt und dann weiterspielen. Pariert, boom, übernommen. Und das Ganze natürlich aus dem Spiel, aus dem Spiel, aus dem Spiel, aus dem Spiel, aus dem Spiel. Achtung, ich gucke. Oh! Oh, und wir spielen wieder. Und der Holger guckt. Das war die Idee. Okay? Was hatten wir als erstes? Als erstes hatten wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das war das erste. Die Grundkombination. Dann hatten wir mit vor und zurück gehen. Ich gehe vor, er geht zurück. Er geht vor, ich gehe zurück. Davor hatten wir übrigens noch was, genau das Female Triangle. Female Triangle. Das hatten wir noch als Übung davor. Dann hatten wir noch die Abschleppstangen von Uwe. Das heißt, einer führt, ich führe und der Holger reagiert drauf. Ich führe und der Holger reagiert drauf und der Holger reagiert drauf und der Holger reagiert drauf. Das war die Idee. Jetzt noch einmal mit einem neuen Partner dasselbe. Am Anfang in der Reihenfolge 1, 2, 1, 4, 1, 5. Wenn ihr das ein paar Mal in der Reihenfolge gemacht habt, dann kommt das eigentliche Spiel, dass ihr reagieren müsst auf die kurze Klinge, wo die kommt. In der Reihenfolge. 1, 2 und ich gehe nach oben rüber. Greife den Holger an. 1, 2. Und er geht hier rüber. Jetzt greift er 1-4 an. 1-4. Und ich gehe nach außen rüber. Ich greife an. 1-4. Und er geht nach außen. Kommt er mit 1-5. 1-5. Und ich gehe hier raus. Ich greife ihn an. 1-5. Und wir gehen raus. Noch einmal der Reihenfolge nach. 1-2. Nach oben. 1-2. Und nach oben weiterführen. 1-4. Und nach unten weiterführen. 1-4. Und nach unten weiterführen. Was kommt jetzt? Genau, 1-5. Jawohl, Robert. 1-5. Bam, 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 bam. Und 1-5. Und jetzt spielen wir frei. Jetzt kommt der Holger mit 1 und ich weiß nicht, was kommt. Die 5 kam. Jetzt komme ich. 1, die 4 ist da. Okay. Etc., etc.
Okay, probiert. Action mit neuen Partner. Was hatten wir? Wir hatten die Meisterbewegung auf einem Schwinger oder Haken. Um den Schwinger oder weiten Cross zu fördern oder zu fordern, gehe ich auf die Außenseite. Wichtig ist, dass meine Schulter eng an seine Rippen geht, mein Kopf auf seine Schulter ist und hier kann ich entspannen. Das war das Erste. Er hat ein bisschen rumgezappelt, aber ich war dran. Okay, dasselbe, der Holger. Er ist seitlich raus und ich habe ihn verfolgt. Er taucht unten drunter durch und hat seinen Kopf ganz entspannt auf meiner Schulter und ich kann hier relativ wenig machen. Außer mein Messer ziehen. Okay? So, was war das Zweite? Wer weiß es? Genau, super. Bodyhook-Hack-Hook, oder? Wir sind seitlich raus, eng ran, jetzt Bodyhook und der Headhook mit Schwung. Und dann sind wir raus, um vielleicht nochmal abzuschießen. So. Olga? Ausweichen. Augenblick. Bodyhook, boom, Headhook. Und dann, was auch immer ihr wollt. Gut. Check. Was war das Nächste? Stimmt, Bodyhook, Deckung checken und der Overhead zum Öffnen. Genau, sehr gut, Menno. Also, wir haben 1, 2. Von hier, Bodyhook. Dann checke ich hier seine Hand, um ihn so ein bisschen zu immobilisieren. Und jetzt kommt hier mein Overhead und ich öffne für einen Uppercut oder den Ellenbogen. Holger, 1, 2. 1, 2 und boom, 3 öffnen und Thema erledigt. Jo. Was war das Nächste? Genau, super, der Knieschuss, das Knie. 1, 2, ich laufe durch und kenne jetzt hier meine Boxkombination, was auch immer ich machen will. Oder wir haben die Version des Sweepens, der verschiedenen Feger. Das heißt, Holger taucht durch, gibt mir den Kniestoß, bringt mich aus der Balance, dreht weiter und ich fahre. Das ist die Idee. Ja? Was hat man dann? Sehr gut, Norbert. Das Fußtrapping auf der Außenseite. Das Fußtrapping auf der Außenseite. Version 1 ist Fußtrap aus der Balance bringen und jetzt könnt ihr ihn hier bearbeiten mit den Techniken. Version 2 ist, dass er mich sweept. Er bringt mich zuerst aus der Balance, jetzt und dann kommt der Sweep. So, Version 3, Holger, genau, der Bench Row. Der Bench Row, die Variation, eng rein. Mit meinem Oberschenkel mache ich eine Bank, über die fällt er drüber. Okay, das war der Bench Row. So, und was haben wir als letztes Rennen? Genau, der Leg Hook from behind. Wir sind ganz hinten durchgegangen, mit dem Bein rum. Und wichtig ist, dass ihr eng an ihm seid. Wenn ihr hier weit weg seid, funktioniert das nicht. Sondern ihr müsst wirklich eng kuscheln. Und jetzt mit meiner Hüfte drücke ich vor und mit meinem Fuß drücke ich nach hinten. Dann kommt entweder Kniestoß oder hochziehen und runter. Okay? Fragen dazu? War nur vier Boxtechniken und Tritt. Das heißt, wir hatten 1, 2, 3, 4 und der Kick. Noch einmal. 1, 2, 3, 4 und der Kick. Das war die erste Kombination. Die zweite Kombination war 1, 2, 3, Bobbing Weave, 1, 2 und Kick. Wir enden immer mit der langen Technik und dem Tritt. Die nächste Kombination war 1, 2, 3, Bob and Weave auf der Seite, 1, 2, Bob and Weave auf der Seite, Cross, Hook, Cross und Kick.
Dann hatten wir 1, 2, 3, Hop and Weave. 1, 2, Hop and Weave. 1, 2, hier war die Öffnung. Also muss ich einen Coverblock machen. Seine Öffnung ist da. Also Uppercut, Cross und Kick. Nochmal dieselbe. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und der Kick. Die nächste Kombination war, dass wir den Bodyhook auch auf der anderen Seite haben. Also, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Und Kick. Einmal noch. Oh. Und nochmal. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und der Kick. Okay. Fragen dazu. Jetzt. Komm, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut.